Hallo, ich grüße euch hier aus meiner kleinen Lichtschwertwerkstatt im irre heißen Karlsruhe mit einem Ultrasaver heute. Ist ja schon wieder 2-3 Wochen her, dass ich die ersten beiden gemacht habe. Und diesmal was Klassisches, was auf vielen Conventions irgendwie rumschwirrt, gerade weil es schon Ultrasaber ist und Ultrasaber es ja immer günstige Schwerter anbietet. Das ist das Aeon V4, kostet 80 Euro mit Klinge, ist gute 31,5 cm lang und hat im Durchmesser ungefähr 37 mm und ist damit so dick wie die MHS-Teile vom Custom Saber Shop aus dem Modular Hilt System und hat auch das Gewinde im Pommel, was kompatibel ist zu den MHS-Teilen, was auch beworben wird, wobei das vom Custom Saber Shop nicht so gern gesehen wird, weil die es denen nicht erlaubt haben. Drin ist ein Stunt-Setup, das heißt eine LED, einfach ein Schalter und ein Batteriepack mit 4 3A-Batterien, die einfach austauschbar sind. Der Griff besteht aus Alu, ist gold-eloxiert und dann wieder abgedreht, um eben das Farbschema zu behalten. Und liegt tatsächlich aber eigentlich ganz gut in der Hand. Was ich sehr schön finde, ist hier vorne, dass man das tatsächlich so wunderbar greifen kann, wenn es denn darauf ausbalanciert wäre. Die linke Hand findet bequem hier Platz. Jetzt ist es nur leider so, hier ist übrigens die Klinge, die dazu kommt. Das ist eine Heavy Grade, was auch immer, eine dicke Klinge. Weil Ultrasaber der Meinung ist, das braucht man unbedingt. So, machen wir es mal fest. Das Problem ist nur, dass es irre schlecht ausbalanciert ist. Also selbst wenn wir es hier vorne haben, abgesehen davon, dass es natürlich schwer ist und richtig wehtut, wenn man so ein Ding abbekommt, ist es auch noch schlecht ausbalanciert. Am besten wäre es, wenn man hier den Drehpunkt hat beim Lichtschwertkampf. Ist es aber leider nicht. Da hilft auch der schwere Pommel nichts. Und leider ist es nun auch so, wenn wir eine der Standardklingen reinmachen, also die normalen dünnwandigen 1 Zoll Klingen, funktioniert das leider auch nicht so schön. Also schon deutlich besser. Aber der Drehpunkt ist leider aufgrund des sehr schweren Pommels, zeige ich noch nicht hier, sondern eher so, ja, so hier. Das heißt, normalerweise müsstet ihr das jetzt so halten. So wäre natürlich angenehmer. Ich bin auch eigentlich der Meinung, deswegen wurde das so gemacht. Wenn man es in der Hand hat, hat man so das Gefühl, es ist einfach so 2-3 cm zu lang. Wenn es nur bis hier gehen würde, top, dann wird es gut in der Hand liegen. Drin, ja, eine orange. Ich glaube, es müsste eine LED Engine sein. Es wird beworben mit Soul P4 oder LED Engine. Soul P4 bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob es die in Bernstein gibt. Und LED Engine ist, naja, Technologie von 2011, die damals schon nicht so gut war. Aber auch das ist halt Ultrasaber. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal im Detail an. Wenn man das Teil jetzt so in die Hand nimmt, mach ich mal aus, und man wiegt so ein bisschen, dann hört man das Rappeln. Das hört ihr, glaube ich, auch. Und das rappelt einmal hier und einmal hier. Und zwar ist es zum einen so, dass Ultrasabers warum auch immer seine LED-Module nicht sichert. Das heißt, wenn ich jetzt schüttel, seht ihr hier vorne, kann man vielleicht sehen, dass da das LED-Modul einfach nach vorne kommt. Das hängt jetzt einfach nur noch an den Kabel. Und wenn ich das schüttle, dann dann werden die Kabel einfach strapaziert. Das Problem dabei ist, jetzt bei diesem Schwert nicht, aber bei den älteren Modellen, und ich glaube, die werden auch noch verbaut, sind die Schalter aus Kunststoff. Und dann ist es tatsächlich Leuten passiert, die ihre Klinge drin hatten und halt Würfe geübt haben oder das Ding auf die Spitze haben fallen lassen, dass die Klinge den Kühlkörper durch den Schalter gedrückt hat. Das heißt, die haben einfach den Schalter komplett abgeschnitten. Die Lösung wäre natürlich einfach hier oder hier oder hier eine kleine Warnschraube, eine Bohrung für eine Warnschraube zu machen und damit einfach den Kühlkörper zu sichern. Warum auch immer das nicht gemacht wird. Dann haben wir einmal einen abschraubbaren Pommel. Der ist auch sehr massiv. Ja? Das ist Vollmaterial mit einem Gewinde dran im Prinzip. Und hier haben wir das Akku-Pack oder das Batterie-Pack. Wird mit 4 3A-Batterien, 1,5 Volt betrieben. Womit man natürlich nicht das Maximum aus der LED rausholen kann, wie es irgendwie möglich wäre, weil die zu wenig Strom liefern. Ist auch meines Wissens nach so mit der einzige Anbieter, den es noch gibt, der nicht auf Lithium-Ionen-Akkus setzt. Auch da, aber auch das kennen wir. Das Ding wackelt.
ohne Ende. Ihr seht es vielleicht hier drin, der hat zwei unterschiedliche Innendurchmesser. Vom Prinzip her ist es eine gute Idee, wenn man schon kein Chassis hat. Also, ne, will ich gar nicht von Anfang eigentlich. Ist eigentlich eine gute Idee, dass man vorne so eine Art Stopp hat. Nur ist es halt viel zu tief ausgedreht. Das heißt, wenn man es jetzt, hier stoppen würde und der Pommel hinten drauf drückt, wäre das okay. Für $80, was das Ding kostet, kann man auch nicht mehr erwarten. Aber das wäre natürlich auch nett. Und jetzt, zusätzlich dazu noch, Widerstand ist übrigens verbaut, also das ist okay. Ist es so, wenn ihr das, vielleicht hört ihr das, der Schalter wackelt. Also der ist, ja, der bewegt sich halt. Und es liegt daran, und da bin ich mir jetzt relativ sicher, dass ihr das nicht seht. Ich kann mal gucken, ob ich da Licht, mal ein bisschen Licht machen kann. Der Schalter ist von innen mit Heißkleber festgemacht. Nicht mit einer Mutter. Also das ist ein 16 mm Anti-Vandal Switch, AV Switch heißen die. Und die sind normalerweise mit einem Gewinde und die kontert man von innen mit einer Mutter. Aber das Ding ist einfach mit Heißkleber festgemacht. Wie, warum auch immer. Ja, das ist aber alles typisch für Ultrasaber. Also Ultrasabers ist ja auch nicht dafür bekannt, dass sie hochwertige Schwerter machen, sondern halt günstige Schwerter mal für den Einstieg. Und das ist halt so meiner Ansicht nach der einzige Grund, den es gibt, warum man Ultrasabers kaufen sollte. Einfach weil es so einen ersten Berührungspunkt mit Schwertern gibt. Wobei es natürlich auch, also das ist noch eins der besseren Vertreter, da gibt es viel furchtbarere Sachen. Aber auch da habe ich schon schöne Angebote von Leuten, die gerne mir ihre Schwerter mal schicken, dass ich es mal vorstellen kann. Dieses Schwert übrigens wurde mir zur Verfügung gestellt von der lieben Mary von den Fördesabers aus Kiel. Und die hat mir noch zwei, drei andere Sachen mitgegeben und die stelle ich euch auch auf jeden Fall vor. Ja, also, kurzes Fazit, der Griff an sich, Verarbeitung ist total okay, die Technik ist halt von Stand 2011, 2012, Chassis sowieso nicht und ja, ihr merkt es schon, ich bin kein Fan von dem Zeug. Aber so ist es nun mal, ich wollte es euch einmal kurz vorgestellt haben, was ich so zu dem ganzen Ultrasabers-Kram denke, weil ich auch ständig danach befragt werde. Und jetzt habt ihr mal ein klassisches Beispiel für diese Einsteigerschwerter gesehen. Ja, und ich denke, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis bald.